Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute wollen wir Brokkoli-Nussbratling machen. Dafür brauchen wir Brokkoli, schon gekocht, kann ruhig vom Vortag sein, ne? Wenn ihr überhattet. Ruhig hier mit dem Stängel mit bei, ne? Das passt perfekt. Dann haben wir machen sie vegan, deswegen haben wir halt so kein Käse, sondern so einen Käseersatz von Veganer. Auf Tofu-Basis basiert, ne? Ersatzweise auch Räuchertofu, den ich kriegt, oder normalen Tofu. 2 Esslöffel Sojamehl habe ich hier schon mal drin, als Eiersatz. Kichererbsenmehl. Ersatzweise könntet ihr Paniermehl nehmen. Schmeckt ein bisschen ähnlich. Kichererbsenmehl ist natürlich viel, viel gesünder, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber geht auch mit Paniermehl, geht auch ganz gut. Mandeln oder Walnüsse, was ihr wollt. Ne? Ich habe jetzt mal Mandeln genommen. Salz, Pfeffer, Muskatnuss und ein bisschen Öl zum Braten. Zuerst nehmen wir unsere Brokkoli. Klein nochmal, ne? Könnt ihr ihn auch mit dem Stabmixer pürieren. Würde auch gehen. Ich selber mag es immer ganz gerne, wenn alles noch ein bisschen stückig ist. Schüssel rein, Sojamehl. Dann machen wir dasselbe mit diesem Käseersatz. Manche von denen lassen sich ganz gut reiben. Die Sorte, die ich hier habe, ist recht weich. Das reicht schon, wenn man den so vorschneidet. Masse bearbeiten wir gleich mit der Gabel. Okay. Gut. Einmal kurz die Hände waschen. Okay. Und dann Löffel raus, die Gabel. Salz hinein. Am besten mehr Salz wieder. Pfeffer frisch gemahlen. Ich reibe. Das ist schon mal zerdrücken. Ne? Jetzt müssen wir das alles ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner. Käseersatz verbindet sich ganz gut jetzt. Wenn man jetzt das nur vegetarisch machen würde, hätte man jetzt halt ein Ei mit drin und man hätte zum Beispiel ein Ricotta als Käseersatz. Jetzt geben wir das Kichererbsenmehl hinein zur Bindung. Ich mache zuerst mal 2 Esslöffel. Müssen wir mal gucken. So schön, jetzt müssen wir einfach. Schon, ich nehme den mal raus. Okay, dann mal aufs Brett. Man sieht, dass eine ganz, ganz angenehme Konsistenz hat diese Geschichte schon. Im Prinzip, wie sollte man es jetzt vergleichen? Mit dem Kloßteig, ne? Wäre ein guter Vergleich. So. Mal gucken, wenn die Pfanne ist zu heiß hin. Schneiden wir den in Scheiben. Guck mal, schön verbunden alles. Ja, machen wir ein Mandel.
andrücken. Das Schöne ist jetzt hier dran, weil die vegan sind, hier ist ja nichts, was gar werden muss. Der muss ja einfach erhitzt werden. Einfach, der muss noch nicht mal so erhitzt werden, man könnte ihn auch so essen. Pfanne hinein. Normales Rapsöl. Das wird einfach schön auf beiden Seiten voll gelb braten. Muss man schon ein bisschen sensibel mit umgehen, weil manche verbrennen natürlich sehr leicht. Sieht man euch ja mit Färbung der Pfanne, ne? Dass sie zu heiß war. Einmal kurz. Tiefen Fett. Könnt ihr doch auch Teflonpfanne, geht auch gut. Ja, wozu passen die? Passen zum Salat wunderbar, passen aber auch klassisch zum Blumenkohl. Wir haben jetzt einen Blumenkohl heute dazu. Ihr könnt ihr als Soße passt zum Beispiel die Senfsoße, die ihr im Blog seht bei mir auch, die vegetarische Senfsoße oder die vegetarische Bratensoße ist sehr lecker dazu. Oder den Knoblauchdip, wenn es zum Salat geht. Guck mal, so sehen die jetzt richtig aus hier, ne? Ihr seht, das ist relativ einfach, ne? Das ist relativ einfach, die Geschichte. Es hört sich viel, viel komplizierter an. Die Zutaten sehen viel, viel komplizierter aus, wie es ist. Und das Ganze ist super lecker. So. Richten wir den einfach an. Wie gesagt, leichte Senfsoße dazu oder eine Kräutersoße oder ein bisschen Knoblauch. Et voilà. Bon Appetit, wünsche euch euer Bierkoch.